Seit an Seit mit Rechtsextremen und Fremdenfeinden. So haben sich allein im letzten halben Jahr Spitzenpolitiker der Alternative für Deutschland in aller Öffentlichkeit gezeigt. Wohl kein Zufall. Diese Demonstrationen in Chemnitz oder Cottbus. Bei so viel Nähe zu den Extremen will der Verfassungsschutz die AfD jetzt stärker unter die Lupe nehmen. Was das heißt und welche Reaktionen es dazu heute aus Brandenburg gab, dazu Stefanie Teißler. Bei allem, was die AfD zukünftig öffentlich tut oder sagt, der Bundesverfassungsschutz wird genauer hinschauen. Denn er sieht die Partei als Prüffall. Zu dieser Einschätzung kommt er, nachdem er öffentliche Quellen ausgewertet hat, also Programme, Reden oder Internetauftritte. Besonders relevant waren hier jene Verlautbarungen, die mit der Garantie der Menschenwürde unvereinbar waren. Dies betrifft sowohl völkisch-nationalistische wie auch muslimfeindliche und andere fremden- und minderheitenfeindliche Aussagen. Die Prüfung der Partei ist aber noch keine Beobachtung. Der Verfassungsschutz wird weiterhin öffentliche Quellen im Auge behalten, Akten über Personen darf er aber nicht anlegen und keine geheimdienstlichen Mittel einsetzen. Anders sieht es bei der Jungen Alternative aus. Sie sei erkennbar gegen das Demokratieprinzip und deshalb ein Verdachtsfall. Der nächste Schritt auf dem Weg zur Beobachtung. Selbes gilt für den rechten sogenannten Flügel um Björn Höcke. Auch der Brandenburger Landesverband unter Andreas Kalbitz gilt als flügelnah, doch der gibt sich gelassen. Wir nehmen das ernst, sind aber gelassen, gehen mit der notwendigen Gelassenheit ran und lassen uns von der politischen Motivation, die auch für die Wähler durchschaubar sein wird, nicht abhalten. Von SPD und CDU-Fraktionen waren die Reaktionen heute zurückhaltend. Man wolle gar nicht erst den Anschein jener von der AfD vermuteten politischen Einflussnahme erwecken. Die Grünen hingegen fordern Konsequenzen vom Brandenburger Verfassungsschutz. Da der Flügel und die brandenburgische AfD praktisch identisch sind, das ist ja ein logischer Schritt, dann zu sagen, dass dann hier in Brandenburg die gesamte AfD zum Verdachtsfall werden muss. Ob der Brandenburger Verfassungsschutz das genauso sieht, ist allerdings noch offen. Wir müssen aber auch unsere Analyse, auch unsere Schlussfolgerungen für Brandenburg so sauber ableiten, dass es am Ende immer noch auch vor Gericht trägt, dass wir auch Prozesse, die die AfD mit Sicherheit anstrengen wird, auch gewinnen können. Die AfD hat juristische Schritte bereits angekündigt.